Die Gastroenteritis-Welle in Torre del Benaco am östlichen Ufer des Gardasees sorgt weiterhin für Probleme. Mehr als 1000 Fälle wurden inzwischen gemeldet, berichten lokale Medien. Die Betroffenen beklagten Übelkeit, Bauchschmerzen und Durchfall. Die Bevölkerung wird weiterhin mit Wasserflaschen versorgt, während die Behörden auf zusätzliche Ergebnisse der Wasseranalysen warten. Vorläufige Untersuchungen der jüngsten Stichproben aus dem Wassernetz von Torre del Benaco haben negative Resultate ergeben. Das teilt zumindest die Gesellschaft Azienda Gardesana Servizi am Montag mit, die für die Verwaltung der Wasserleitungen in der Gemeinde zuständig ist. In der Urlaubsortschaft kam es allerdings noch zu keiner Entwarnung. Bei Wasserproben, die am vergangenen Freitag entnommen und in einem Institut in Brescia untersucht worden waren, wurde in einigen Proben das Norovirus nachgewiesen. Daraufhin hat man die Chlorung im Netz verstärkt. Am Sonntag wurden an verschiedenen Stellen des Wassernetzes von Torre del Benaco neue Proben zum Nachweis von Viren entnommen, die alle vorläufig negative Ergebnisse erbrachten, sodass das Vorhandensein von Noroviren und Enteroviren ausgeschlossen werden konnte. In den nächsten Tagen wird die flächendeckende Untersuchung jedoch sowohl in Torre del Benaco als auch in den Nachbargemeinden fortgesetzt, so die Gesundheitsbehörden.